Podcast. Podcast. Zuhören, denn Sie wissen, was Sie tun. Wenn Sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Heute ist bei mir zu Gast ein ganz toller Experte, Mario Lüdemann. Hallo, Mario. Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch, dass ich hier heute sein darf. Ja, auf jeden Fall darfst du hier sein, denn du bist ja ein Experte. Erzähl unsere Zuhörerin und mir doch nochmal ganz genau, wofür du angetreten bist. Also ich bin vor 20 Jahren in den Börsenhandel eingestiegen und mein Ziel ist, dass möglichst viele Menschen gerade den Aktienmarkt für sich entdecken, gerade in der heutigen Zeit, wo wir eine Nullzinspolitik haben, wo die Rente für viele ein wichtiges Thema geworden ist, um einfach die finanzielle Intelligenz nach vorne zu bringen. Das heißt, dass man sich selber darum kümmert, um sein Geld und es nicht mehr abgibt, so wie man das die letzten Generationen gemacht hat an Banken und Sparkassen, sondern Selbstverantwortung für sich selbst übernimmt. Ja. Jetzt hast du mich ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß erwischt, ne? Aktien, Börse, da habe ich gar nichts mit am Hut, aber da bin ich ja eigentlich genau richtig bei dir. Genau, das ist der Punkt, das ist ja bei vielen so. Die meisten haben tatsächlich ja früher ihr Geld ans Tagesgeld oder Festgeld angelegt und du bekommst heute noch 0,001%. Das heißt, du bräuchtest 1000 Jahre, um 1% Rendite zu erzielen. Das ist fast für uns unmöglich, also weil wir ja meist nicht so alt werden. Wir haben aber auf der anderen Seite 2-3% Inflation, was bedeutet, dass alle 50 Jahre unser Geld sich halbiert, wenn wir nichts dagegen tun. Und es gibt heute so viele Möglichkeiten, selbst das Ganze in die Hand zu nehmen. Und das ist mein großes Bedürfnis, was ich in Schulen sehr viel voranbringe, sehr viel in Universitäten, aber eben auch in Seminaren. Ja. Du hast es gerade angesprochen, wo überall deine Arbeit, wo du überall deine Arbeit anbietest. Was ist denn so die meistgestellteste Frage, mit denen die Leute auf dich zukommen? Also was interessiert die Menschen auf dem Themengebiet Börse, Aktien? Sicherheit. Also das Thema Sicherheit ist gerade bei den Deutschen sehr stark geprägt, weil sie eben aus der Vergangenheit immer ihr Geld sehr sicher angelegt haben. Wenn man sich überlegt, in Deutschland, wir haben das Gefühl, uns geht es relativ gut. Wir schauen uns unser durchschnittliches Vermögen an. Das liegt bei knapp 53.000 Euro. Wenn wir sehen, dass wir in Europa fast Schlusslicht sind, das heißt fast jedes andere Land in Europa hat mehr Geld als wir, dann fragt man sich natürlich, woran liegt das? Und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass wir unser Geld wie in der Kreisklasse anlegen, also nicht wie in der Champions League, sondern der Deutsche legt sein Geld tatsächlich im Durchschnitt für 1% an, während in anderen Ländern es komplett anders ist. Die gehen viel mehr auf den Aktienmarkt, viel mehr auf den Anleihemarkt und erzielen dadurch halt Renditen von 6, 7, 8% und wir im Durchschnitt bei 1%. Ja. Du hast gesagt, du kommst aus dem Börsenhandel. Vielleicht erzählst du uns noch mal so ein bisschen deinen eigenen Weg zum Top-Experten, der du jetzt bist. Also ich habe vor gut 20 Jahren habe ich meinen Eintritt in den Börsenhandel gefunden, habe sehr viel im Eigenhandel zuerst gearbeitet, habe dann eine ganze Zeit lang für eine Vermögensverwaltung gearbeitet, bin Portfolio-Manager und habe irgendwann gemerkt, okay, das alleine ist eigentlich nicht so das, was ich wirklich möchte, sondern ich möchte gerne, dass möglichst alle Menschen, vor allen Dingen auch die jungen Leute, sich für dieses Thema interessieren, das selbst in die Hand nehmen und nicht mehr sagen, okay, ich lasse mich einfach führen von Banken oder Sparkassen, sondern sich selbst dafür interessieren. Denn wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert, ist es relativ einfach. Viele schauen immer auf ihre Fonds und sagen, okay, hier werden Renditen von 5-6% gemacht. Warum ist es eigentlich so niedrig? Da sind doch hochbezahlte Leute, die müssen noch viel mehr schaffen. Das Problem sind einfach die versteckten Gebühren. Und ich möchte einfach zeigen, wie kannst du das auch schaffen, das selbst hinzubekommen? Du brauchst eigentlich nur eine Stunde Zeitaufwand im Monat. Du musst nicht in einzelne Aktien gehen. Du musst dich gar nicht großartig auskennen. Du musst nur wissen, wie der Finanzmarkt funktioniert. Und das ist ein einfaches Beispiel. Du würdest ja wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen, eine Eisdiele im Winter aufzumachen und im Sommer Streusalz zu verkaufen. Ja. Sondern genau umgekehrt. Und das ist bei der Börse auch so. Es gibt Saisonalitäten. Im Winter steigen ja Aktienmärkte. Es gibt andere Phasen. Im Sommer, da laufen andere Märkte sehr gut. Im Herbst ist es häufig Gold, Hochzeit.
Hochzeitssaison in Indien, das muss man wissen. Ja. Und das ist das, was ich einfach vermitteln möchte. Wann was wirklich gekauft wird, eben das Beispiel Eis und Streusalz, das gilt halt auch für die Finanzmärkte. Super, super spannend. Ich finde es vor allen Dingen toll, dass du sagst, du gehst auch an Schulen und du möchtest auch den jungen Menschen das direkt an die Hand geben. Denn ich empfinde das wirklich so, als wäre bei mir der Zug abgefahren. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, nein, nein, da gibt's immer noch Chancen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist viel, viel leichter, wenn man das direkt in der Schule beigebracht bekommt, als wenn ich jetzt irgendwie mit Anfang 30 mir denke, ach ja, jetzt nochmal so richtig schön den Aktienmarkt irgendwie einlesen. Da hat man dann nicht so richtig Lust zu, ne? Und deswegen finde ich das super, dass du bei den Jungen schon anfängst. Aber du hast auch am Anfang gesagt, du lässt die Älteren auch nicht außer Acht. Rente ist ein großes Thema. Altersarmut. Was denkst du, wie wird das in Zukunft aussehen, dieses ganze Thema in Kombination mit Börse, Aktien etc.? Also ich glaube, ganz wichtig ist, es gab mal so einen Spruch von Blüm, die Rente ist sicher. Mhm. Und ja, nur, genau dieses Wort, aber relativiert das sofort wieder. Ja. Es ist halt nur tatsächlich für Beamte so und die Menschen, die als Angestellte arbeiten, in diesem Hamsterrad drin sind, die auch aus diesem System sehr schwer ausbrechen können, die werden durchschnittlich unter 1.000 Euro Rente später bekommen. Mhm. Die meisten wissen nicht, dass was auf der Vorderseite des Rentenbescheides steht, nicht das ist, was sie an Rente bekommen. Mhm. Auf der Rückseite steht, dass davon Sozialversicherungsbeiträge und Steuern runtergehen. Das heißt, sie bekommen ein Drittel weniger in etwa als das, was vorne draufsteht. Oh. Und das ist halt sehr kritisch. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, aber das zu ändern. Wenn ich noch 10 Jahre Zeit habe bis zu meiner Rente, kann ich es schaffen, hier das Ganze noch auszugleichen, wenn ich weiß, welche Schritte ich gehen muss. Und das ist eben mein großes Anliegen, zu zeigen, was kannst du machen. Und wenn du sagst, ich bin 30, dann steht die Welt dir noch offen. Du hast noch 25, 30 Jahre Zeit, bis du 60 bist und dann sagen kannst, wow, ich kann jetzt schon in Vorruhestand gehen. Ich kann jetzt meine Träume leben und nicht so, ja, ich sag mal, wie man das heute häufig schon sieht, dass ältere Leute Einkaufswagen zusammenschieben müssen oder Flaschenpfand sammeln müssen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, ich auch. Und das war so der große Antrieb, weil ich bei meinen Eltern das gesehen habe. Mhm. Die haben beide hart gearbeitet, aber haben sehr, sehr wenig Geld verdient und auch nachher sehr, sehr wenig Rente bekommen. Und deswegen war das immer so der Antrieb weg von hin zu. Ja. Wahnsinn. Also da bist du dann auf jeden Fall mein Experte, den ich auf jeden Fall dann noch kontaktieren werde. Du musst mir das alles dann nochmal erklären und dann werden wir das angehen auf jeden Fall, so wie bestimmt auch ganz viele andere Hörer auch, die das gerade hören. Mario, wir möchten jetzt aber den Mario, den Menschen hinter dem Experten, noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, darum kommen wir ganz schnell zu unserer Kategorie Fastlane. Okay, ich stelle eine kurze Frage und du antwortest ganz knapp. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Es ist eine super schwere Frage, weil ich wollte eigentlich immer Busfahrer werden als Kind. Das war mein großer Traum gewesen. Ich habe stundenlang bin ich Bus gefahren, ohne eigentlich Sinn und Ziel. Was magst du gar nicht? Menschen, die immer Nein sagen. Wen würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen? Barack Obama. Und zum Schluss dein Motto. Lieber heute mit einem kleinen Schritt beginnen, als sitzen zu bleiben. So, und das sind super Worte zum Abschluss eines mega interessanten Podcasts, über die wir jetzt noch nachdenken können. Und am besten, wir starten direkt damit, uns mit Börse und Aktien auseinanderzusetzen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und wenn, dann nicht ohne Mario Lüdemann an der Seite. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Vielen Dank, Selina. Vielen Dank. Tschüss. Zuhören. Denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.